Die Lemgoer Kirchen, St. Marien und St. Nikolai sind jetzt bereit für das digitale Zeitalter. Die sind nämlich jetzt Teil einer großen evangelischen Kirchen-App. Wir wollen uns das Ganze mal angucken. Also wir haben uns die App jetzt hier schon mal aus dem App Store runtergeladen. Ist natürlich kostenlos. Und durch die Standorterkennung sind wir auch gleich hier im Lemgoer Gebiet gelandet. Hier sehen wir die Kirche St. Marien. Hier unten ist St. Nikolai. Und wenn wir auf den Info-Button drücken, sind erstmal so ein paar Randinformationen, Öffnungszeiten, Beschreibungen und so weiter. Ein Rundgang hier oben. Und der ist zusätzlich noch mit einem Audio-Guide gefüttert. Hier kann man nämlich dann draufklicken und wird durch die Kirche geführt mit einem Audio-Guide. Das ist ein Weihnachtsbild. Maria liegt auf dem Bett. Maria hebt das gewickelte Jesu. Ja, und dann wird man quer durch die ganze Kirche geführt. Das Schöne ist, es sind natürlich jetzt nicht nur die beiden lippischen Kirchen vertreten. Hier unten kann man auch suchen. Und hier oben haben wir noch für den Kirchenfan ein Glossar, quasi ein Kirchen-ABC, wo dann nochmal viele Erklärungen sind zum Alten Testament etc. Die App ist kinderleicht zu bedienen, das ist auf jeden Fall schon mal positiv. Ein bisschen störend sind die relativ langen Ladezeiten, wenn man jetzt keinen WLAN hat, muss man schon ein bisschen Geduld mitbringen. Schön ist es auf jeden Fall für Touristen, ne? Wenn man irgendwie gerade im Urlaub ist und sich eine Kirche angucken möchte und dann schon gleich ein paar Infos bekommt, ein Audio-Guide dazu, kostenlos. Also, ja, kann man auf jeden Fall was mit anfangen und wir sind auf jeden Fall froh, dass jetzt auch zwei lippische Kirchen dabei sind.